Herzlich willkommen zu den Berlin Online-Interviews vor den Abgeordnetenhauswahlen 2016. Zu Anfang treffen wir einen Mann, der in Marzahn-Hellersdorf aufgewachsen ist und der den Wiedereinzug mit der FDP in das Berliner Abgeordnetenhaus schaffen will. Berlin braucht ein Upgrade, meinen die Liberalen in ihrem Wahlprogramm. Doch wie soll dieses Update aussehen? Wir sind zu Gast bei der FDP in Berlin-Mitte und sprechen mit ihrem Generalsekretär und Spitzenkandidaten. Guten Tag, Herr Chaya. Guten Tag. Herr Chaya, 2005 sind Sie in die FDP eingetreten. Ihre Partei liegt in den aktuellen Umfragen zwischen 4% und 6%. Wir müssen um den Wiedereinzug in das Abgeordnetenhaus bangen. Bereuen Sie nicht doch manchmal, nicht in der CDU geblieben zu sein? Ich bereue das zu keinem Zeitpunkt, weil die Liberalen Überzeugungstäter sind und für Position stehen. Und wenn man für Position steht, dann muss man eben auch umso mehr dafür kämpfen und eintreten. Das ist sicherlich auch mit der Grund, wieso wir nicht permanent Rückenwind haben, sondern auch oft Gegenwind und in den Umfragen aktuell bei 4% bis 6% stehen. Aktuell sind es ja sogar 5 stabile Prozentpunkte, die wir ausbauen wollen, zu 6% oder 7% in dieser Stadt. Während sich die Bundespartei langsam von dem Schock der letzten Bundestagswahlen erholt, hinkt die Berliner FDP fast schon traditionell ein wenig hinterher. Warum tut sich Ihre Partei in Berlin so schwer? Also ich bin ganz froh, dass es jetzt gelungen ist, genau den Trend, den Sie beschrieben haben, zu durchbrechen. Wir sind in den Umfragen aktuell fast gleich auf. Wenn ich mir die Forsa-Umfrage für Berlin anschaue, dann haben wir 5% in Berlin, wir haben 6% im Bund. Das ist ein gutes Zusammenspiel, das harmoniert. Ich sehe uns nicht hinterherhinken, sondern... Und das steht auch für diesen Wahlkampf fest. Es ist eine kleine Bundestagswahl. Jede Landtagswahl in ganz Deutschland heißt für die Liberalen gemeinsam kämpfen. Und deshalb sehe ich diesen Trend, den Sie beschrieben haben, nicht. Angenommen, die FDP knackt die 5%-Hürde. Dementsprechend wäre ein 6-Parteien-Parlament in Berlin wahrscheinlich. Mit welchen Parteien würden Sie über Koalitionen reden? Also ich bin ein großer Freund davon, erstmal die Berlinerinnen und Berliner wählen zu lassen. Das unterscheidet uns im Übrigen auch von der Linkspartei und von den Grünen. Die würden ja am liebsten ohne Wahlen in Berlin schon einen Koalitionsvertrag verhandeln und unterschreiben. In meinem Politikverständnis gibt es erstmal eine Wahl. Und wenn diese Wahl erfolgreich war, dann gibt es ein entsprechendes Ergebnis. Und mit diesem Ergebnis, und je besser das ist, desto stärker lässt sich natürlich auch Politik in Berlin machen, werden wir dann für unsere Überzeugung in der Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus oder in einer Regierungskonstellation eintreten. Die Fragen können wir aber erst nach einer Wahl beantworten. Also würden Sie jetzt auch noch nicht eine Gespräche mit der AfD ausschließen? Ich schließe Gespräche mit der AfD aus. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Inhalten. In den letzten Wochen wurde die Stimmung zur Rückerstraße 94 zunehmend angeheizt, vor allem durch die rechtswidrige Teilräumung. Die Parteien im Abgeordnetenhaus sind gespalten. Wie kann die verfahrene Situation momentan gelöst werden? Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man machen muss. Man muss zum einen eine Geschlossenheit der politischen Parteien in dieser Stadt haben, damit die Chaoten nicht weiterhin die Zerstrittenheit als Vakuum verstehen und daraus Profit schlagen. Man ist sich nicht einig, wie man vorgehen möchte. Die einen rufen nach mehr Polizei im Berliner Parlament, die anderen nach weniger. Beide Parteien sitzen noch dazu im Senat und bilden damit ein zerstrittenes Bild ab. Die Opposition ist sowieso gegen alles und das ist natürlich eine große Einladung an die Chaoten, weiterzumachen. Das, was wir brauchen, ist ein Konsens gegen Linksextremismus in dieser Stadt, der geschlossen gegen linke Gewalt auch eintritt, wie wir es im Übrigen auch gegen rechte Gewalt tun, und eine gemeinsame Strategie entwickelt, eine Strategie, die da heißt, dass Eigentum zu schützen ist und dass wir uns von Chaoten in dieser Stadt nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Und ich bin zweitens auch der Auffassung, dass es der falsche Weg ist, jetzt einen Konflikt zu befrieden, indem man sagt, man kauft die Rigaer Straße, weil das wiederum durch die CDU und die SPD eine Einladung wäre an alle, laut ausgesprochen, ich tue es mal, zündet die Autos in dieser Stadt an, werft Steine und am Ende kriegt ihr einen rechtsfreien Raum legalisiert und könnt kostenfrei wohnen. Das ist das falsche Signal und das ist kein Signal eines starken Rechtsstaats. Das würden wir als Liberale grundsätzlich anders machen. Es gibt klare Regeln, an die man sich zu halten hat.
braucht einen klaren Rechtsstaat und eine starke Polizei und eine ordentliche Justiz. Und dann muss man an so einer Stelle auch sagen, wir lassen rechtsfreie Räume nicht zu und kämpfen gemeinsam für die Grundordnung in der Stadt Berlin und damit auch in der Regentstraße. Nach den Anschlägen in Frankreich und Bayern gilt laut dem Innensenator auch in Berlin eine anhaltend hohe abstrakte Gefahr. Wie kann sich die Stadt vor Extremismus schützen? Der Innensenator in Berlin könnte zuallererst einmal anfangen, dafür zu sorgen, dass wir keine Registrierungslücken zulassen. Wir haben leider in der letzten Woche zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Berliner Bürgerämter nicht hinreichend ausgestattet sind, um Ausweisdokumente auf Echtheit zu prüfen. Wir haben ein Berliner Bürgeramt, in dem das möglich ist, in den anderen ist das nicht möglich. Das ist eine Sicherheitslücke aus meiner Sicht, die Innenverwaltung sehenden Auges hinnimmt. Und das können wir in so Zeiten, wie wir sie jetzt leider erleben müssen und wie Sie die eben nochmal beschrieben haben, nicht zulassen in Berlin. Und da müssen wir handeln, dass der Staat funktioniert und wir solche Lücken im System nicht zulassen. Naturgemäß schreibt man der FDP wirtschaftliche Kompetenzen zu. Nun liegt das Wirtschaftswachstum der letzten Jahre in Berlin aktuell bei rund 2%. Was würden Sie trotzdem besser machen als der jetzige Senat? Wir würden zuallererst dafür sorgen, dass der Verkehr in Berlin wieder fließt. Denn ich höre von ganz vielen, dass das ein Riesenstandort-Nachteil ist, gerade im Wirtschaftsverkehr. Der Handwerksmeister, der mir diese Situation beschreibt, die häusliche Krankenpflege, die mir diese Situation beschreibt. Also wenn ich eine Stunde oder anderthalb Stunden in Berlin unterwegs bin, dann ist das eine Anfahrts- und Wegezeit, die ich am Ende umlegen muss auf den Endverbraucher, auf den Kunden, gerade wenn ich im gewerblichen Bereich in dieser Stadt unterwegs bin. Wenn ich als häusliche Krankenpflege, als Dienstleister keinen Parkplatz bekomme, dann ist das ein Problem für meine Einsatzzeiten, die ich habe, um für den Einzelnen da zu sein. Und deshalb haben wir für uns festgehalten, dass wir den Verkehr in dieser Stadt wieder in Bewegung bringen wollen. Wie wollen wir das tun? Mit einem ordentlichen Baustellenmanagement, wo alle Berliner Baustellen drin abgebildet sind und eben auch alle sportlichen Großlagen oder anderen Kulturveranstaltungen in der Stadt, die zu temporären Straßensperren führen. Und das zusammengenommen würde dazu führen, dass wir eben einmal einen Atlas haben, wo alle Baustellen abgebildet sind und dadurch der Verkehr besser gemanagt werden kann. Wir müssen den Verkehr einfach wieder beschleunigen und in Fluss bringen, damit der Wirtschaftsstandort Berlin in Bewegung bleibt und nicht abgehangen wird. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass viele Unternehmen in Berlin auch an der bürokratischen Hürde scheitern. Der regierende Bürgermeister Michael Müller hält ja gerne in seinen Reden immer folgende Zahl hoch, dass sich alle 20 Stunden in Berlin ein Start-up gründet. Damit hat er sogar recht. Aber er vergisst hinzuzufügen, dass am Monatsende 200 Unternehmen in dieser Stadt sich abmelden, weil sie an der Bürokratie und an der Infrastruktur gescheitert sind. Also weil sie keinen Termin in einem Bürgeramt bekommen haben, weil ein Genehmigungsverfahren nicht schnell genug gelaufen ist oder weil sie eben immer noch darauf warten, endlich angeschlossen zu werden mit einer ordentlichen Telekommunikation, die natürlich Voraussetzung ist, gerade für einen Start-up-Standort wie Berlin, dass die Ideen, die in den Köpfen entstehen, auch schnell abfließen können. Also da ist an den grundlegenden Dingen in dieser Stadt etwas zu machen, nämlich Verkehrsinfrastruktur und Verwaltung. Und wenn die zwei Sachen stimmen, dann ist schon mal viel für den Standort Berlin als Wirtschaftsstandort getan. Nun muss natürlich auch in die Infrastruktur investiert werden. Dafür erfordert es Geld. Und Berlin ist aktuell das Bundesland mit dem zweithöchsten Schuldenberg. Wie will die FDP sowas finanzieren, diese Investitionen? Also wir würden erstmal dazu beitragen, dass Gelder, die wir in Anspruch nehmen könnten, nicht verfallen. Und wir mussten am Ende Juni zur Kenntnis nehmen, dass wir über den Länderfinanzausgleich wieder mal 70 Millionen in Berlin liegen lassen haben, weil wir kein funktionierendes und schnelles Meldewesen in der Stadt haben. Das heißt, dadurch, dass wir nicht rechtzeitig und schnell die Neuberliner registrieren, was andere Bundesländer tun, haben wir im Verhältnis der einzelnen Bundesländer im Ranking verloren und dadurch 70 Millionen auch verloren, die dem Land Berlin fehlen, um wo auch immer, beispielsweise in Infrastruktur zu investieren. Und dabei handelt es sich ja um keine
große Herausforderung. Wenn man sich überlegt, dass wir heute alle Online-Banking jederzeit machen, dass wir es sogar am Smartphone erledigen, aber im Meldewesen nicht in der Lage sind, dass sich Leute ummelden online, sondern zum Bürgeramt müssen und da 3 Monate auf einen Termin warten, dann zeigt das, wo Berlin steht, und dann zeigt es, wie dringend ein Update notwendig ist und frische Ideen in der Politik fehlen, damit sowas nämlich umgesetzt wird und Gelder nicht auf der Straße liegen bleiben, sondern in die Straße unter anderem investiert werden können. Auch die Menschen sollten von einer wachsenden Wirtschaft in Berlin profitieren. Berlin gilt als Hauptstadt der Kinderarmut. Fast jedes dritte Kind lebt hier von Hartz IV. Was kann die Politik dagegen unternehmen? Die Politik muss für sich erstmal in Berlin festhalten, dass das, was Klaus Wowereit als Maxime für Berlin in den Raum gestellt hat, arm aber sexy, nicht sexy ist, sondern ein Skandal ist. Und wir darauf hinarbeiten müssen, dass wir im Sinne der Zukunft unserer Kinder für die beste Bildung in dieser Stadt eintreten. Wir müssen zur Kenntnis nehmen auch, dass wir im Zukunftsatlas Platz 400 von 402 bekommen haben, wenn es genau um die Frage des Aufstiegs und der Chancen geht. Und deshalb muss es ein gemeinsames Bestreben nach weltbester Bildung in dieser Stadt geben, damit wir uns aus der Armutsspirale befreien. Die teilweise prekären Lebensverhältnisse haben aber auch mit steigenden Lebenshaltungskosten und mit steigenden Mieten zu tun. Die Bevölkerung in Berlin wächst und die Wohnungsnot wird immer größer. Wie und vor allem wo soll Ihrer Meinung nach neuer Wohnraum entstehen in der nächsten Legislaturperiode? Also ich will eins vorweg schicken, die Mietpreisbremse ist gescheitert. Das ist ein Instrument gewesen, was höchstens probiert hatte oder den Anspruch hatte, etwas zu bekämpfen, aber nicht da, wo es eigentlich notwendig ist, an der Wurzel. Und das, was wir in Berlin machen müssen, sind 3 Dinge. Neubau, Umbau, Ausbau. Das ist ganz entscheidend, dass wir mehr Wohnraum in dieser Stadt schaffen, um die Miete zu senken. Und das klingt jetzt noch platt und deshalb will ich es noch konkreter machen. Wir müssen auch dazu hinkommen, dass wir Genehmigungsverfahren beschleunigen. Weil je länger ich in einer Genehmigung als Investor rumhänge, ist ja wie eine Warteschleife, desto teurer wird das gesamte Bauvorhaben. Ich muss ja die 3 Jahre Baugenehmigung, die ich in Berlin abwarten muss, um überhaupt bauen zu können, die muss ich ja irgendwo in den Kosten abbilden. Und dann baue ich ja nochmal 2 Jahre. Und jetzt bin ich bei dem nächsten Thema. Dann baue ich zu Standards, die mir jede Menge abverlangen. Das heißt natürlich, ich muss auch teuer investieren in den Baukörper selbst. Das heißt, ich habe jetzt zum einen die Vorkosten und ich habe die Baukosten. Die muss ich umlegen. Das führt natürlich dann zu extremen Mieten und führt natürlich auch dann dazu, dass Eigentum extrem teuer wird. Wenn ich eben jetzt anfange zu sagen, ich gehe an die Baustandards ran, das heißt an die Landesbauordnung, reduziere Standards und ich beschleunige Verfahren, dann habe ich 2 wesentliche Stellschrauben gedreht, um dazu beizutragen, dass wir schneller bauen und damit mehr bauen, was notwendig ist, um mehr Angebot zu haben. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch Kosten reduziert und kann damit auch günstiger anbieten. Dann müssen wir kreativ werden und müssen auch zulassen, dass wir den ein oder anderen Kiez mal neu denken und sagen, ist denn die Traufhöhe aus dem 19. Jahrhundert noch relevant? Also das heißt die Geschosszahl. Da könnten wir uns durchaus vorstellen, in Charlottenburg-Wilmersdorf beispielsweise oder in Friedrichshain-Kreuzberg oder in Pankow, in dem ein oder anderen Kiez, in der ein oder anderen Straße noch ein komplettes Dachgeschoss draufzusetzen. Zu was führt denn das? Das führt dazu, dass derjenige, der dort in der 2. oder 3. Etage wohnt und seinem Kiez total verbunden ist, weil wir Berliner sind nun mal Kiezmenschen, sagt, Mensch, dann steht da ein Dachgeschoss jetzt. Ja, ziehe ich vielleicht darauf, kann es mir auch leisten. Natürlich ist ein Dachgeschoss immer etwas teurer, das ist gar kein Geheimnis. Aber damit wird natürlich auch wieder Wohnraum in 2. und 3. Ebene frei. Und wir haben außerdem noch ein Potenzial von 50.000 Wohnungen, wenn wir die bestehenden Dachgeschosse in Berlin ausbauen würden. Also das Potenzial ist zu Genüge da, die Freiflächen sind da, es scheitert im Tempo und es kostet am Ende mehr, weil Baukosten steigen. Nochmal zurück zu der Mietpreisbremse im Endeffekt. Ist es denn
nicht so, dass diese Dinge, die Sie angesprochen haben, eigentlich langfristige Projekte sind, wenn Wohnungsbau oder Aufbau zum Beispiel, und dass wir uns jetzt erstmal darum kümmern müssen, dass die Mieten in gewissen Bezirken nicht weiter steigen, sodass halt Menschen diese nicht mehr bezahlen können. Also die Mietpreisbremse hat ja dazu geführt, dass viele erstmal die Mieten angehoben haben, um an das an die Oberkante, an die sie ran durften, ranzugehen. Ja. Die hat ja nicht dazu geführt, dass Wohnraum günstiger wurde. Und die Mietpreisbremse war im Grunde ein großes politisches Schaufenster, mit dem man ideologisch Politik machen wollte. Man wollte eben sagen, wir nehmen euch die Angst und haben ein Instrument, was extrem gut klingt, Mietpreisbremse, aber das Ding hat null Wirkung. Da bremst nichts. Und das ist das, was Politik nicht machen darf. Politik darf zu keinem Zeitpunkt einen Eindruck vermitteln, der nur darauf aus ist, kurzfristig Stimmen zu gewinnen. Und das wollte diese Mietpreisbremse. Und dass sie nicht funktioniert, das sehen wir jetzt. Und ich kann den Berlinerinnen und Berlinern nicht ins Gesicht lügen und sagen, das geht von heute auf morgen. Das, was wir können, ist eins: beschleunigen und dazu beitragen, dass wir schnellstmöglich mehr Wohnraum in dieser Stadt schaffen. Weiter mit dem Thema Bildung, ein zentrales Wahlkampfthema für viele Berliner Parteien momentan. Für die Sanierung der Schulen werden in den kommenden Jahren rund 5 Milliarden Euro benötigt. Welche Investitionen planen Sie und wie sollen diese finanziert werden? Wir möchten eine Investition in alle Berliner Schulen. Wir möchten das zentralisieren. Das heißt, dass es eine zuständige Stelle gibt, die sich nicht mit dem Klein-Klein beschäftigt, sondern die einen großen Sanierungswurf macht. Es soll vereinheitlicht werden, orientiert an den Modellen München und Hamburg, wo man ja auch eine zentrale Stelle hat, die sich um Schulsanierung kümmert und nicht mehr die 12 Berliner Bezirke ihr Klein-Klein machen. Und es soll vor allen Dingen eine Stelle sein, die so ausgestattet ist von Rechtswegen her, dass sie mit dem Geld auch, was sie durch das Land Berlin bekommt, umgekehrt aber auch an den Kapitalmarkt gehen kann, um frisches Geld zu generieren, um Investitionen zu tätigen. Das ist derzeit ja nicht möglich. Man kann sich nirgendwo Anleihen besorgen. In Hamburg war das sehr erfolgreich und damit konnte man wunderbar Schulsanierung vorantreiben. Und das wollen wir auch. Wir möchten davon wegkommen, dass wir jetzt 4 Berliner Verwaltungen damit beschäftigt sind, eine Schultoilette zu sanieren, was am Ende denn aufgrund der hohen Verwaltungskosten 150.000 Euro kostet. Zieht sich durch alle Sanierungsbereiche im Übrigen so durch. Wir brauchen 9 Jahre, um eine Berliner Schule zu bauen. Auch das ist ja eine Frage, die in Zukunft ansteht. Das dauert viel zu lange. Und deshalb müssen wir das zentralisieren und müssen eine zuständige Verwaltung haben, die als Hauptverwaltung dafür zuständig ist, die entsprechend ausgestattet ist. Und Sondervermögen Schule könnte das sein, was dann auch mit entsprechenden rechtlichen Möglichkeiten am Finanzmarkt agieren kann und sich Gelder anleihen kann, um Investitionen zu tätigen und in einem großen Rutsch, in einem großen Wurf die Berliner Schulen saniert werden. Also schon mit Schulden. Das ist ja keine Frage von Schulden, sondern es ist erstmal eine Frage von Management. Und die Frage von Schulden, auch da bleibe ich mir selber treu, bleibe ich auch unserem Gespräch treu, kann ich nur beantworten, wenn ich den Landeshaushalt gelesen und gesehen habe. Der ist mir nicht zugänglich als außerparlamentarische Opposition. Und jeder, der außerparlamentarische Opposition ist und eine Gegenfinanzierung vorlegen kann für Vorhaben, der kann nur spekulieren. Ja, wir haben jetzt über Bildung und Wirtschaft gesprochen. Das sind auch Themen, die eng mit der Integration von Flüchtlingen verbunden sind. In der letzten Legislaturperiode kamen sehr viele Menschen nach Berlin. Ende des Jahres sollen allein 70.000 registriert werden. Welches Konzept hat die FDP für die Integration dieser Menschen? Also wir fangen erstmal damit an, dass wir uns die Grundsatzfrage stellen, wer ist überhaupt Flüchtling? Wer ist politisch Verfolgter? Und dann die dritte entscheidende Frage immer wieder fordern, nämlich ein Einwanderungsgesetz. Aber Step by Step. Ein politisch Verfolgter nach Artikel 16a genießt Asyl. Ein Kriegsflüchtling ist aus unserer Sicht nicht politisch verfolgt und ist deshalb in unserem Land zu dulden. Das heißt, dass wenn wir jemanden dulden, ihm auch die Möglichkeit geben, einen Zugang zu haben zum Arbeitsmarkt,
und ihm auch die Möglichkeit geben, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit einzubringen und aber auch zu erwerben, weil durch die Duldung klar ist, dass derjenige, sobald sein Herkunftsland als sicher eingestuft ist, wieder in sein Land zurückgeht, um sein Land mit aufzubauen. Und wir haben den dritten Weg, den wir unabhängig von all diesen Fragen brauchen, nämlich ein Einwanderungsgesetz, wie wir es aus anderen Ländern kennen, aus Amerika, aus Australien, aus der Schweiz, wo es klare Regeln gibt, an denen man sich orientiert, um dann die Einwanderung vorzunehmen und sich in ein Land zu bewerben. Diejenigen, die jetzt hier sind, in Berlin, die müssen untergebracht werden und versorgt werden. Und die müssen vor allen Dingen untergebracht werden in Umfeldern, wo wir eine leistungsfähige Infrastruktur haben. Es geht nicht, dass ich mir Flüchtlingsunterkünfte wie beispielsweise in Wannsee raussuche, in Heckeshorn, wo ich eben im Umkreis dieser Unterkunft so gar nichts habe. Wo ich auch nicht darüber nachdenke, den Bustakt von einem 20-Minuten-Takt auf einen 10-Minuten-Takt runterzusetzen, um die Flüchtlinge von der Unterkunft zum Bahnhof zu bekommen. Wo ich umgekehrt auch nicht daran arbeite, mehr Polizeipräsenz in den Kiez herzustellen. Weil das ist bitter notwendig und in unserem Sinne eine leistungsfähige Infrastruktur auch, indem ich dazu beitrage, dass sich diejenigen, die dort wohnen, weiterhin sicher fühlen und umgekehrt den Flüchtlingen auch die Gelegenheit gebe, sich zu bewegen. Dann ist nämlich auch Integration keine Einbahnstraße, sondern dann wird Integration auch durch die Berlinerinnen und Berliner unterstützt. Aber das funktioniert nur, wenn ich Flüchtlingsunterkünfte im Rahmen einer leistungsfähigen Infrastruktur einbette. Und ich muss daran arbeiten, dass die Sprachbarriere genommen wird und durch Bildungsangebote und Sprachangebote die deutsche Sprache erworben werden kann. Und es muss eins grundsätzlich gelten. Es haben sich alle an die Regeln und an das Grundgesetz und die Verfassung des Landes Berlin zu halten. Und wer sich daran nicht hält und nicht nach unseren Regeln hier spielt und sich daran orientiert, der muss auch mit der vollen Härte des Staates rechnen. Da darf es keine Abstriche geben. Und ein letzter Satz zur Integration. Integration ist für mich eine Aufgabe, die müssen alle leisten. Es ist eine Aufgabe, wo beim Innensenator angefangen, über die Integrationssenatorin, über den Sozialsenator, über die Bildungssenatorin bis hin zum regierenden Bürgermeister alle ein gemeinsames Ziel haben müssen. Und es nicht so sein darf wie im Jahr 2015, wo alle gesagt haben, ich habe damit nichts zu tun, es gibt einen Verantwortlichen, und den hat man dann auch noch alleine stehen lassen. Das geht nicht, sondern es ist eine gemeinsame Aufgabe des Berliner Senats. Und es ist ja auch irgendwie schon absurd, wenn dann der regierende Bürgermeister im Dezember 2015 das zur Chefsache erklärt und danach wurde ja nichts besser. Wir haben ja in Berlin die Situation, dass derzeit 25 Flüchtlinge am Tag noch ankommen. 20. 20, 25, die Zahlen schwanken da, das stimmt. Und wir eine Verfügbarkeit aktuell von 3000 Plätzen haben. Also wir stehen gar nicht vor der Frage, die Sie mir gestellt haben, der Unterbringung, sondern wir haben derzeit 3000 Plätze frei und können damit ordnungsgemäß unterbringen, können Turnhallen leerziehen. Jetzt geht es vielmehr darum, dass die Bezirke so ausgestattet sind, dass sie die Turnhallen schnell sanieren können, damit sie dem Schul- und Vereinssport wieder zur Verfügung stehen. Das ist jetzt die große Aufgabe. Die Geschehnisse am Lageso im letzten Jahr sind uns allen noch so ein bisschen vor Augen und da gab es sehr, sehr große Kritik, speziell an Ihrem Bruder als Sozialsenator. Hat die Politik am Lageso versagt? Klar, also die Politik, das ist genau das Entscheidende, hat am Lageso versagt und die Politik hat nämlich am Lageso deshalb versagt, weil sie in den Jahren zuvor als Rot-Rot in dieser Stadt regiert hat, mit Klaus Wobereit und Frau Lomscher, die damalige Sozialsenatorin, Linkspartei, diese Stadt strukturell kaputt gespart hat und in einer Krisenzeit das Ministerium eben nicht mehr in der Lage war, auf diese Krise zu reagieren. Das ist ein Ergebnis der Linkspartei, dass es dort so eine Krise gab, die wir deutschlandweit zur Kenntnis nehmen mussten.
Na gut, aber das ist jetzt am Ende der Legislaturperiode passiert, wo die Flüchtlingswelle so groß wurde. In der letzten Legislatur hätte man sich in der Tat, wenn man die weltpolitischen Ereignisse richtig beurteilt hätte, aber keiner rechnet mit so einer Ausnahmesituation, das muss man auch sagen, darauf einstellen können. Man hätte vor allen Dingen diese Stadt nicht strukturell kaputt sparen müssen. Und das sehen wir ja überall. Also ich meine, der regierende Bürgermeister, der ehemalige Wobereit, hat dieser Stadt ja noch einen Glanz und einen Lack gegeben. Aber die Fassade ist ab. Michael Müller schafft es nicht mehr, dieser Stadt irgendeinen Glanz zu geben. Und wenn die Fassade weg ist, dann sieht man irgendwie dahinter, die Stadt strukturell gerade in den Verwaltungen auch kaputt ist. Und wie wichtig es ist, dass das jetzt mit einer ganzheitlichen Personalentwicklungsplanung aufgebaut wird und dass wir uns zutrauen, Bescheid, diese Prozesse wieder zu managen. Aber welche Verantwortung trägt denn genau der Sozialsenator an der ganzen Geschichte? Ich glaube, er hätte innerhalb seiner eigenen Partei stärker darauf einwirken müssen, dass die elektronische Akte schneller umgesetzt wird. Das ist ein großes Versäumnis, was in der Senatsinnenverwaltung liegt und ja auch dazu beigetragen hat, dass wir eben nicht rechtzeitig und genau registrieren konnten, was ja immer noch dazu führt, dass wir in Berlin von 80.000 Flüchtlingen 30.000 suchen, weil sie eben unregistriert sind. Und das ist ein Versäumnis, was tatsächlich hätte nicht stattfinden müssen. Hätte er sich vielleicht früher in die Öffentlichkeit wenden müssen, weil zu der Zeit, bis das auf einmal so eklatant wurde, hat man von ihm gar nichts gehört. Ich glaube, dass die Berlinerinnen und Berliner einen großen Beitrag geleistet haben im Dezember 2015 und darüber hinaus. Und dass wir froh sein können, dass die Berliner Gesellschaft sich so engagiert hat und damit verhindert hat, dass es zu einer größeren Krise gekommen ist. Und deshalb ist es jetzt umso wichtiger, nachdem wir gesehen haben, wie sich das verhält unter einem Stresstest, dass die Berliner Verwaltung daraus lernt und möglichst schnell Maßnahmen ergreift, um auf Ausnahmesituationen vorbereitet zu sein, um in der Folge dann auch reagieren zu können. Das ist jetzt Aufgabe des nächsten Parlaments, was am 18.09. in Berlin gewählt wird. Viele Berliner beschweren sich über zu lange Wartezeiten in den Ämtern. Sie haben schon darauf angespielt vorhin. Was will die FDP dagegen unternehmen? Also, ich habe es ja eingangs erwähnt, es ist ja kein Teufelszeug, Digitalisierung auch als Lösungsmittel des Problems zu verwenden. Das heißt, heutzutage kann jeder online sein Banking machen, aber wir sind nicht in der Lage, uns online umzumelden. Dass das natürlich in den Berliner Bürgerämtern dazu beiträgt, dass wir einen extremen Terminstau haben, wenn 40.000, 50.000 jedes Jahr dazukommen, ist klar. Also müssen wir an der Stelle dafür sorgen, dass wir einen Großteil der Prozesse digitalisieren, dass wir mal darüber nachdenken, was muss eigentlich so ein Bürgeramt noch leisten und was kann man online schon alles für sich vorab wegschaffen und damit dazu beitragen, dass wieder Ressourcen frei werden und das Bürgeramt wieder anlaufbar ist und ich nicht 3 Monate auf den Termin warte. Ausbau von U-Bahn-Linien, ein kostenloses WLAN-Netz oder die Sanierung von Straßen und Brücken. Viele Parteien werben bei der Wahl für Investitionen in die Berliner Infrastruktur. Für welche Maßnahmen setzt sich die FDP ein? Wir setzen uns dafür ein, dass die Infrastruktur, die ja jahrelang auf Verschleiß gefahren wurde, in dieser Stadt wieder ertüchtigt wird. Wir wollen ein integriertes Verkehrskonzept, was für alle Verkehrsteilnehmer ein ordentliches Angebot bietet. Da zählt für uns dazu, dass der Autofahrer zügig durch die Stadt kommt. Da zählt für uns aber auch dazu, dass man sich mit dem Fahrrad in dieser Stadt sicher bewegen kann. Das heißt aber auch, dass wir uns umgekehrt nicht durch ein Fahrradvolksbegehren den Verkehr ausbremsen lassen werden in der Stadt. Also eine dritte Spur auf der Frankfurter Allee, die ausschließlich für Fahrräder freigegeben wird, wird es mit der FDP nicht geben. Wir wollen aber dennoch, dass die Verkehrsteilnehmer miteinander sich bewegen und nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das wäre die Folge, wenn ich so etwas tue. Und deshalb geht es uns um ein integriertes Gesamtkonzept. Und wie wollen Sie diese angesprochenen Maßnahmen finanzieren? Na gut, wir haben in Berlin derzeit ja die Situation, dass wir Investitionsprogramme haben, die nicht ausgeschöpft werden. Jetzt gab es gerade jüngst die Meldung, dass 600 Millionen
liegen geblieben sind aus Sondermitteln. Ja. Das Geld ist an der Stelle da, was ich in genau diese Infrastrukturmaßnahmen stecken kann. Nächstes Jahr soll endlich der Flughafen BER fertig werden. Der Flugbetrieb sollte aber eigentlich schon im Oktober 2011 beginnen und der Bau kostete bereits 6 Milliarden Euro. Wer ist für diese Misere verantwortlich, die mittlerweile ja schon im Ausland Schlagzeilen macht? Ja, wer für diese Misere verantwortlich ist, ist klar. Es ist eine politische Entscheidung gewesen, den Flughafen BER in kleinteiliger Vergabe zu organisieren. Was ja Klaus Wowereit noch zu verantworten hat, weil er 200 Millionen Euro sparen wollte. Wir wissen, was der BER mittlerweile kostet. Also es wurde nichts eingespart, im Gegenteil. Und es hat eben auch kein ordentliches Management des Prozesses gegeben. Jetzt sehen wir, dass der BER irgendwann mal vielleicht fertig werden wird, aber wenn er denn fertig wird, ist er zu klein. Auch das müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass der Konsensbeschluss aus dem Jahr 1996 ja Richtlinie war für die Eröffnung und den Bau des Flughafen BERs und man Berlin eben klein gedacht hat und davon ausgegangen ist, es sind höchstens 30 Millionen Passagiere zu bewegen. Berlin ist und bleibt eine attraktive Stadt. Prognose für 2030 sind 60 Millionen Passagiere. Aus meiner Sicht wird der BER deshalb immer das Sorgenkind Nummer 1 bleiben. Und deshalb sollten wir eine historische Chance, die wir jetzt haben, auch nutzen und den Flughafen Tegel, der eine leistungsfähige Infrastruktur vorweist, offen halten, um der Attraktivität der Stadt weiterhin gerecht zu werden, um auch ein Verkehrschaos zu vermeiden, was nämlich entstehen würde, wenn ich nur noch einen Flughafen habe und alle sich nur noch in eine Richtung der Stadt bewegen. Und das ist eine Chance, die wir eben greifen sollten, den Flughafen Tegel offen zu halten, um auch das wachsende Passagieraufkommen, gerecht zu werden. Dann kommen wir jetzt zum letzten Themenbereich. Berlin gilt als Hochburg der Lesben- und Schwulenbewegung. Trotzdem enthielten sich die Berliner Vertreter im Bundesrat bei den Abstimmungen zur Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Ehen. Wie positioniert sich die FDP dazu? Also ich habe gerade einen ganz bunten CSD erlebt in Berlin, ein ganz buntes Motzstraßenfest, wo wir traditionell immer vertreten sind. Wir stehen dem sehr offen gegenüber, waren auch überall mit dabei. Und aus unserer Sicht ist das bitter notwendig, dringend notwendig und deshalb stehen wir sehr offen dem gegenüber. Herr Schaja, zum Abschluss stellen wir Ihnen noch einige persönliche Fragen und würden Sie bitten, immer nur kurz in einem Satz zu antworten. Zu welcher Berliner Fußballmannschaft würden Sie eher applaudieren? Hertha oder Union? Hertha. Fahrrad oder U-Bahn? Beides kombiniert. Rotes Rathaus oder Bundestag? Berliner Abgeordnetenhaus. Currywurst oder Döner? Currywurst. Chris Durkin oder Frank Kastorf? Gute Frage, geht beides. Seehofer oder Merkel? Christian Lindner. Udo Lindenberg oder die Ärzte? Ist gefühlsabhängig. Prinzenwart oder Schlachtensee? Ist standortabhängig. Neukölln oder Charlottenburg? Eine wirklich gute Frage. Also Berlin lebt ja von seinen Kiezen und die sind so unterschiedlich. Ich mag beide. Ich mag diese Stadt einfach und bin auch gerne in Treptow-Köpenick oder Marzahn-Hellersdorf oder in Mitte. Das liebe ich so an Berlin, dass diese Stadt so vielseitig ist. Abschließend Tempelhofer Feld, Freifläche oder Wohnraum? Das ist eine Frage, womit man sich langfristig beschäftigen muss. Derzeit gibt es allerdings einen Volksentscheid, der sich dazu positioniert hat. Und da ich selber einen Volksentscheid gerade auf den Weg bringe für die Offenhaltung des Flughafen Tegels, sollte man Volksentscheidung akzeptieren. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Chaya. Zum nächsten Wahlinterview treffen wir morgen den Landesvorsitzenden der Linken, Klaus Lederer. Bis dahin, einen schönen Tag.